Es ist schon erstaunlich, dass auch zur letzten Sitzung des Barlieber Gemeinderates wieder interessierte Bürger auf den Ringen der Mittellandhalle Platz genommen hatten. Corona-konform an jedem Tisch nur eine Person, fiel auf, dass auf die anwesenden 17 Gemeinderäte fast genauso viele Experten und Vertreter der Verwaltung kamen. Über 40 Tagesordnungspunkte, ein Mammutprogramm, so hat die Freiwillige Feuerwehr Meizendorf ab sofort einen neuen Wehrleiter und der einen neuen Stellvertreter. Barleben nenne ich Kamerad Markus Drost mit Wirkung vom 15.12.2020 unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter für die Dauer von 6 Jahren zum Ortswehrleiter Ortsfeuerwehr Meizendorf Barleben, den 15.12.2020, Unterschrift Frank Nase, Bürgermeister. Lieber Mann, im Namen der Gemeinde Barleben ernenne ich Kamerad Jürgen Thomas mit Wirkung vom 15. Dezember 2020 unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter für die Dauer von 6 Jahren zum stellvertretenden Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Meizendorf Barleben, den 15.12.2020, Bürgermeister Frank Nase. Die Gemeinde unterstützte ein Großprojekt des FSV Barleben, der auf dem Gelände, das ihr jetzt nutzt, einen Neubau zur Verbesserung der Unterbringungssituation plant. Das soll mehr als 1 Million Euro kosten und mit Kreditmitteln finanziert werden. Alle Vereine bekommen im Jahr 2021 ihre finanzielle Unterstützung, auch der LIBA. Der LIBA muss aber jetzt endgültig die Räume in der Bahnhofstraße 27 räumen. Alle Anträge der Freien Wähler, das zu verhindern, wurden mehrheitlich abgelehnt. Jetzt ein Thema, das die Emotionen hochkochen wird. Mit der IFT Freizeit- und Tourismusberatung GmbH hatte man ein Unternehmen beauftragt, das die bessere Vermarktung des Areals rund um den Jersleber See untersuchen soll. Katja Stephanis stellte ihre Visionen vor. Also die Vision ist, dass es ein ganz besonderer Ort ist, wo die, die Einheimischen zunächst einmal hingehen mit ihren Familien, mit den Gästen, die sie haben, also wenn sie Besuch bekommen. Und sie finden dort etwas ganz Besonderes vor. Es ist ja einmal dieser besondere Naturraum, aber es ist eben künftig auch ein besonderes Angebot. Also wenn ich jetzt an den Strand denke, der noch viel schöner sein wird, wo es Spielmöglichkeiten geben wird, auf dem Wasser, am Wasser. Es wird sehr gepflegt sein mit entsprechenden Sanitäreinrichtungen, Umkleiden. Also so, ich sage jetzt mal, die Grundlagen, die man heute eben auch erwartet, wenn man an einen solchen Ort kommt, und eben neue Möglichkeiten, gastronomische Genüsse zu erfahren, gemeinsam im Außenbereich, in der Außengastronomie zu sitzen oder vielleicht sogar auf einer Terrasse oben auf dem Dach, wo man feiern kann, wo Feste stattfinden. Natürlich jetzt nicht über die Maßen, weil es soll natürlich auch ein besonderer, ruhiger Raum auch bleiben. Aber es soll eben auch die Möglichkeit geben, dass man auch verschiedene tolle Veranstaltungen dort stattfinden lässt. Und das ist natürlich jetzt erstmal, wie gesagt, für die Einheimischen sehr wichtig oder eben auch für den Großraum von Magdeburg letztlich oder in der gesamten Region. Und wichtig ist aber, wir wollen vor allem auch die touristische Attraktivität erhöhen. Also dass auch Leute, also dass auch Touristen kommen. Also Radtouristen, die auf dem Aller-Elbe-Radweg oder auf dem Elbe-Radweg unterwegs sind oder eben in der Region. Wir wollen ja mehr Touristik-Camper ansprechen, die eben auch ein hochwertiges Angebot vorfinden. Wir haben heute sehr kleine Standplätze. Wir haben ja, Sanitäreinrichtungen, die nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen. Also da soll eine neue Qualität hin. Und auch der Dauercampingbereich soll eben ja attraktiver werden, dass die Leute sich dort auch wohlfühlen und vielleicht auch nochmal neue eigene Gestaltungsansätze entwickeln. In 2 Ausbaustufen sollen gut 7 Millionen Euro investiert werden, zum Teil durch die Gemeinde und zum Teil durch private Investoren. Wenn diese Gelder refinanziert werden sollen, muss ein Besuch am Jersleber See einfach teurer werden. Grundsätzlich ist es jetzt erstmal angedacht, dass die Nutzungsgebühr für den Strand, für den Naherholungsbereich etwas angehoben wird. Man wird immer noch
unter den Preisen liegen der umliegenden oder vergleichbaren Campingplätze. Und aber jetzt ist schon angedacht, dass man sozusagen für die Einheimischen nochmal und auch für die Bungalow-Bewohner auch nochmal besondere Angebote schafft. Also das kann eine Dauerkarte sein, das kann eine Jahreskarte sein, das können besondere Mehrwerte sein, die geschaffen werden sollen. Also die wirklich ganz bewusst entwickelt werden sollen, dass jetzt nicht der Eindruck entsteht, hier wurde jetzt investiert, wir hauen jetzt richtig drauf, also was die Preise angeht. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass also eine gewisse Preissteigerung wirklich sehr moderat sicherlich erfolgen wird, setzt natürlich voraus, dass das Angebot deutlich besser wird, deutlich attraktiver, deutlich mehr Möglichkeiten auch bietet. Aber ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen, dass jetzt für die Einheimischen die Preise jetzt deutlich steigen. Also das wird sich auf einem ähnlichen Niveau bewegen, beziehungsweise wird es eben besondere Möglichkeiten geben, die Anwohner eben dann auch nutzen können. Das lassen wir dann mal so stehen. Die Probleme bei der Raumnutzung in der Gemeinschaftsschule Barleben lassen sich durch die Corona-Einschränkungen für den Hort zurzeit nicht lösen und im Haus Breiteweg 50 wird das Erdgeschoss umgebaut und der Haushalt für das nächste Jahr den Gemeinderäten zur ersten Lesung vorgestellt.